Tapferkeit bedeutet sich schrecklich zu fürchten und trotzdem aufzusatteln. John Wayne. So, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Sergeant Power hier am Start, ja Freunde. Freunde des guten Geschmacks, Call of Duty Classic oder auch Call of Duty 1, Video Nummer 11. Doch bevor wir jetzt reinstarten, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr mich mit einem kostenlosen Abo unterstützen wollt, dann einfach den Abo-Knopf betätigen, schon seid ihr in der Power Army, dann noch die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn es bei euch klingelt, dann wisst ihr ganz genau, Sergeant Power ist am Start. Sergeant Power hat ein Video hochgeladen. Sergeant Power ist lost im Game. Und wenn ihr mal im Livestream dabei sein wollt, dann auf www.twitch.tv/xstgdxpower oder den Link in der Videobeschreibung nutzen. Und wenn jemand ein Trinkgeld anlassen möchte, dann auf www.paypal.me/xstgdxpower oder auch da den Link in der Videobeschreibung nutzen. Ja, meine Freunde, würde ich sagen, starten wir rein. Let's go. Hab vor allen Dingen niemals Angst. Der Feind, der dich zum Rückzug zwingen will, hat genau in diesem Moment Angst vor dir. André Maura. Oder Mauro. Oder Maurois. Oder ich weiß nicht. Keine Ahnung. Nichts im Leben ist so erheiternd als ohne Ergebnis. Und dann ist es weg, dann kann ich es gar nicht lesen. Ach Mensch. Drücken Sie A zum Starten der Mission. Yay. Okay, herhören. Wir haben neue Befehle direkt vom SOE, sowie zwei Neuzugänge von der 6. Division der Luftstreitkräfte, die uns unterstützen sollen. Sie wurden uns aufgrund ihrer Leistung am D-Day wärmstens empfohlen. Captain Price, Sergeant Evans, willkommen bei Trupp 3. Und jetzt zur Sache. Das hier sind die Standorte der wichtigsten Wasserkraftstaudämme im deutschen Ruhrgebiet. Sie werden hauptsächlich dazu genutzt, die umliegenden Städte und Fabriken mit Energie zu versorgen. Letztes Jahr hat ein kluger Kopf namens Dr. Barnes Wallace eine Bombe entwickelt, die speziell dazu geeignet ist, diese Art Dämme zu brechen. Mit Hilfe dieser Bomben gelang es der 617. Staffel, die Möhne- und Edertalsperren zu brechen und so dem Herzen der deutschen Industrie durch Überschwemmung größten Schaden zuzufügen. Leider ist es ihnen gelungen, den Schaden zu reparieren. Und das Bomberkommando hat uns beauftragt, diese Ziele erneut zu zerstören. Das hier ist die Edertalsperre. Hier springen wir nachts ab. Von der Landezone ist es ein Tagesmarsch durch unbewohntes Gebiet am Staubecken. Näher können wir leider nicht abspringen. Das feindliche Flakfeuer um die Talsperre herum ist einfach zu stark. Unser Auftrag ist, so viele Flaks wie möglich ausfindig und unschädlich zu machen, damit die Bomber ihre Angriffe fliegen können. Im Gebäude am Fuß der Talsperre sind die Generatoren untergebracht. Unsere Aufgabe ist es, dieses Gebäude zu zerstören, falls die Bomber den Damm nicht brechen. Wir platzieren die Sprengsätze, dann geht es per LKW in Richtung Flugfeld. Dort angekommen, besorgen wir uns ein geeignetes Flugzeug vom Feind. Sie wissen, was zu tun ist. Überprüfen Sie Ihre Magazine und studieren Sie sorgfältig die Karten und Fotos. Wir erhalten in den nächsten 2 Stunden das Signal und die Details zur Anbordnahme. Viel Glück. Okay. Sir, jawohl, Sir. Was vor 3 Wochen auf Befehl vom CEO mit Captain Price zur 2. SAS verlegt worden, haben sonst niemand mehr von der 6. gesehen. Die Jungs hier haben echt was drauf, vor allem Sergeant Waters. Ich muss mich wirklich reinhängen. Luftabwehrstellung neutralisieren, damit die RAF Bombenangriffen gegen die. Wieso RAF? Seid ihr bescheuert? Die gab's doch damals noch gar nicht. Wegen Generatoren am Fuße des Damms zerstören, damit hier durch die Produktion in den unzähligen Fabriken des Ruhrgebiets gebremst wird. Besser für den Operationsbereich. Garnison in der Edertalsperre bestehen aus mindestens 40 Mann bewaffneten leichten Waffen, MP40, Karabiner 98K und mindestens 3 leichten Luftabwehrgeschützen, wahrscheinlich 20 oder 88 mm. Alarmbereitschaft, der Angriff Nummer 617 SQN. Ja, das kann man gar nicht mehr lesen, wenn das dann dran steht mit dem. Drücken Sie A zum Starten der Mission. Egal, macht nichts. Edertalsperre, Deutschland, 2. September 1944. Geht's jetzt ab. So. Headshot. Wo bleibst du wohl liegen, du Schwanzfacke? Feigling!
Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Scheiße, dass da noch mehrere sind. Da ist noch einer. Bumm. Steht er nochmal auf oder bleibt er jetzt liegen? Meistens die Frage. Okay, den habe ich gut erwischt. So. Ich bin hier ganz alleine unterwegs. Da war es noch nicht mit überspringen. Wir konnten es noch nicht so programmieren. Wo ist die Sau? Da ist er. Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Wow. Wo ist er? Ich sehe dich, Junge. Oh! Wichser. Voll der Camper. Tja, Junge. Noch einer? Noch einer? Keiner mehr? Wichser. Ich glaube, da war einer hinter mir. Ach, der hat da die Türe aufgemacht. Der kam da aus der Türe raus, der Schwanz. Schicken Sie uns einen MG-42-Druck. Sagen Sie dem Kommandostab, wir greifen ein. Wichser. Okay, wir müssen hier runter. Nice. Alter.
Keiner hat Heilung liegen lassen. Wir werden angegriffen. Alle Mann Wichser. In Kampfbereitschaft. Erschießt jeden Eindringling. Tja, einfach mal aus der Hüfte erschossen. Sie sind vom britischen SAS, keine Gefangenen. Rauchen verboten. Ich wiederhole, keine Gefangenen. Ja, Wichser. Eindringlinge in Sektor 6, Ebene B entdeckt. Wichser. Sie sind vom britischen SAS, nehmen keine Gefangenen. Ich wiederhole. Keine Gefangenen! Keine Heilung hier oben. Wichser. Wir werden angegriffen. Alle Mann in Kampfbereitschaft. Erschießt jeden Eindringling. Du Wichser, wo kommst denn du her? Wo? Ah! Wichser. Wir werden angegriffen! Alle Mann in Kampfbereitschaft! Erschießt jeden Eindringling! Wenn ihr dazu kommt, weil ich erschieße euch alle. Haha. Feindliche Truppen sind durchgebrochen. Wichser. Wichser. Die sind vom britischen SAS, nehmen keine Gefangenen. Wiederhole, keine Gefangenen! Oh, auch noch einer. Geh sterben, Junge. Die sind vom britischen SAS, nehmen keine Gefangenen. Ich wiederhole, keine Gefangenen! Hall. Wollt mich hier echt ärgern, oder? Heil und Zucker noch einmal. Ich brauche Heilung, 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 Heilung. Kurz hier hochgehen. Wir werden angegriffen. Alle Mann in Kampfbereitschaft. Es ja. Ist jeden Eindringling. Aufzug, wie so dran steht.
wiederhole, keine Gefangenen. Das sind immer richtige Wikes. Das. Sich so hinter Ecken zu verstecken. Eindringlinge in Sektor 6, Ebene B entdeckt. Vom britischen SAS nehmen keine Gefangenen. Ich wiederhole, keine Gefangenen. Okay, da ist nichts. An alle Truppen unten an der Talsperre. Die Briten sind auf dem Weg zu euch. Schützt das Kraftwerk um jeden Preis. Wichser. Britische SAS-Einheiten haben die Talsperre betreten. Feindliche Truppen sind durchgebrochen. Ich habe nur noch 5 Schüsse in der Waffe. Sperrgebiet, kein Zutritt für Unbefugte. Aha. Wow. Wir werden angegriffen und alle waren in Kampfbereitschaft. Es schießt jeden Eindringling. Wichser. Whoa, 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 whoa. Wo ist die Sau? Ah. Wir werden angegriffen. Alle Mann in Kampfbereitschaft. Es geht jeden Tag. Oh.
Ja. Oh, jetzt ist es ein bisschen leiser. Sehr schön. Dummies. Eindringlinge in Sektor 6, Ebene B entdeckt. Was, muss ich den ganzen Weg wieder zurück oder was? Boah, du Arschloch. Du Pisser. Britische SAS-Einheiten haben die Talsperre betreten. Feindliche Truppen sind durchgebrochen. Schnell nachladen. Ich sterbe, Junge. Sterb. Alter, kleiner Pisser. Der Feind hat mit einem Sohn überrannt und zerstört die Transporter. Britische SAS-Einheiten haben die Talsperre betreten. Feindliche Truppen sind durchgebrochen. Wichser. Eindringlinge in Sektor 6, Ebene B entdeckt. Bleibst du fliegen, Junge? Britische SAS-Einheiten haben die Talsperre betreten. Feindliche Truppen sind durchgebrochen. Da drüben gibt's nichts. Wichser! Zweite und fünfte Kompanie sofort zum Parkplatz. Der Feind hat die Garnison überrannt und zerstört die Transporter. Oh, wieder volle Heilung. Die sind vom britischen SAS, nehmen keine Gefangenen. Ich wiederhole, keine Gefangenen. British Commandos, we have captured your commanding officer and secured the exit. You have no hope of escape. Give up now and you can spare the lives of you and your fellow soldiers. Alter Latz. Britische SAS-Einheiten haben die Talsperre betreten. Feindliche Truppen sind durchgebrochen.
Was? Eindringlinge in Sektor 6, Ebene B entdeckt. Penner. Wir werden angegriffen. Alle Mann in Kampfbereitschaft. Es ist jeden Eindringling. Wichser. Oh, das Video geht jetzt schon ein bisschen. Ist aber auch eine scheiß Mission. Die Verbindung zu den Einheiten unten an der Talsperre ist abgeschnitten. Leutnant Graf, stellen Sie mit Ihrem Trupp die Verbindung wieder her. SAS-Einheiten haben die Talsperre betreten. Feindliche Truppen sind durchgebrochen. Sie sollen Verstärkung schicken. Abteilen! Feldwebel, übernehmen Sie mit 3 Männern die Flanke. Evans, guter Junge, in den Laster los! Ah. Britische SAS-Einheiten haben die Talsperre betreten. Feindliche Truppen sind durchgebrochen. Okay, gut, das war's dann. Ja, somit haben wir wieder das Ende des Videos erreicht, meine Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr mich mit dem kostenlosen Abo unterstützen wollt, dann einfach den Abo-Knopf betätigen. Schon seid ihr in der Power Army. Dann noch die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn es bei euch klingelt, dann wisst ihr ganz genau, Sergeant Power ist am Start. Sergeant Power hat ein Video hochgeladen. Sergeant Power ist lost im Game. Und wenn ihr mal im Livestream dabei sein wollt, dann auf www.twitch.tv/xsdgdxpower oder den Link in der Videobeschreibung nutzen. Und wenn jemand Trinkgeld da lassen möchte, dann auf www.paypal.me/xsdgdxpower oder den Link in der Videobeschreibung nutzen. Ja, meine Freunde, dann bleibt mir jetzt nichts mehr zu sagen, außer lasst euch nicht ärgern, nicht von dem ganzen Meisten, wenn ihr schlafen geht. Lasst die Hände über der Decke, spielt nicht an euch selbst rum, lasst euren Partner, Partnerin machen. Alles andere ist ökelhaft. Ich bin dann raus, wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Livestream wieder. Macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.